Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Schön, dass ich euch wieder... Ich sehe euch nicht, ihr seht mich. Also schön, dass ihr mich wieder seht. Ich bin gerade in England. Man sieht es nicht wirklich. Doch, hinter mir ist so ein Turm. Und es ist sehr, sehr schön. Und ich habe, was man nicht wirklich sehen kann, aber ziemlich ordentlichen Sonnenbrand seit gestern, was niemand glauben wollte. Weil man, ja, man sagt immer, in England gibt es keine Sonne. Glaubt mir, in England gibt es auch Sonne. Und außer spazieren gehen und mit Freunden reden und Tennis zu spielen, habe ich noch andere Dinge gemacht, nämlich ein paar Sachen vorbereitet für unsere Bewerbungs-Challenge, die ja am Montag anfängt. Da sind wir schon alle ganz aufgeregt, mein Team und ich. Und im Zuge der Vorbereitung würde ich euch gerne eine Sache fragen, nämlich schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ist eure Situation mit dem Job gerade? Seid ihr zum Beispiel hundertprozentig glücklich mit eurem Job, den ihr jetzt habt? Oder sucht ihr gerade einen Job? Oder wisst ihr gerade nicht, was ihr gerne arbeiten würdet? Oder wollt ihr gerade euren Job wechseln? Oder... Was macht ihr gerade? Also schreibt einfach in die Kommentare und wenn ihr gerade nicht den perfekten Job habt, den ihr euch wünscht, dann schreibt doch gerne dazu, was würdet ihr gerne machen. Ich finde es super wichtig, dass man nie vergisst, was man am liebsten tun würde. Und ich denke, ich bin kein schlechtes Beispiel dafür. Ich habe in meinem Leben viele verschiedene Jobs gemacht. Ich war Übersetzerin, ich war Dolmetscherin, ich war sogar Sekretärin, ich war Rezeptionistin in einem Hostel. Ich habe Untertitel übersetzt für Dokumentationsfilme, sowas wie National Geographic zum Beispiel. Was habe ich noch gemacht? Ich habe getextet, das heißt, ich habe sowas wie Werbetexte geschrieben für verschiedene sehr, sehr langweilige Themen. Also wirklich, das war nichts Interessantes. Und ich habe sehr viel unterrichtet, logischerweise. Ich habe auch ein bisschen geschrieben, ein paar Artikel geschrieben. Und aber da war nie irgendwas wirklich Spannendes dabei. Und ich finde, mein YouTube und Facebook und alles, was ich jetzt mache, ist das Beste von allen meinen Jobs bisher. Ich würde noch gerne ein paar Bücher schreiben. Das kommt bestimmt auch noch. Eins ist gerade im Bau. Also das heißt in progress. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig. Also auch allen meinen Kunden, mit denen ich direkt arbeite, sage ich, es ist sehr, sehr wichtig, dass dir bewusst ist, was möchtest du machen. Viele sagen dann, naja, aber ich kann gerade keinen besseren Job finden, weil ich nicht qualifiziert bin oder weil ich es nicht riskieren möchte, meinen Job zu kündigen. Und er ist doch eigentlich ganz okay. Ich möchte euch eins sagen, eigentlich ganz okay ist nicht gut genug. Jeder, und du auch, verdienst den besten Job. Du verdienst es, jeden Morgen aufzustehen und dich darauf zu freuen, dass du deinen Job machen darfst und kannst. Und du verdienst auch die Anerkennung dafür, was du tust und die Dankbarkeit der anderen Menschen. Und deswegen, wenn ich dir irgendwie helfen kann, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ne, ich bin nicht so ganz zufrieden, ich habe den Job, den ich jetzt habe, der macht mich nicht wirklich glücklich, dann überleg, vielleicht möchtest du doch an unserer Bewerbungs-Challenge teilnehmen. Sie ist genau für Menschen gedacht, die ihre Jobsituation optimieren wollen, die etwas anderes machen wollen, als sie jetzt tun und die im Leben einfach mehr erreichen wollen. Das ist so das Ziel. Und manche werden vielleicht ein bisschen Verbesserung für ihren Lebenslauf brauchen oder für ihre Bewerbungsschreiben oder ein paar Tipps für die Vorstellungsgespräche. Aber eigentlich geht es darum, dass wir möglichst für alle Teilnehmer, die diesen Kurs belegen, dass wir ihnen helfen, so viele Schritte wie möglich näher an den perfekten Job zu kommen. Und ich glaube an perfekte Jobs. Ich glaube nicht an Jobs, die ziemlich okay sind oder es gibt Schlimmeres oder so. Das ist nicht gut. Du brauchst einen Job, der dich glücklich macht. Du verdienst so einen Job. Und ganz ehrlich, hast du einen Job, der vielleicht ein bisschen besser sein könnte? Bist du in dem Team, wo du sein möchtest? Hast du einen Chef, den du haben möchtest? Verdienst du das Geld, das du verdienen möchtest? Wenn nicht, überleg mal, vielleicht ist es sinnvoll, daran zu arbeiten.
Wir fangen am 6. Mai an. Mein ganzes Team ist involviert. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kurs, ein sehr individuell gestalteter Kurs, weil wir wirklich versuchen, alle eure Fragen zu beantworten. Und ja, ansonsten, es gab ein paar Einwände wegen der Kosten. Deswegen haben wir extra für euch eine Ratenzahlung eingerichtet. Das heißt, ihr müsst nicht den ganzen Preis am Stück bezahlen, wenn ihr Interesse habt. Aber es geht gerade nicht, dass ihr den ganzen Preis zahlt, sondern ihr wollt es vielleicht auf mehrere Monate aufteilen. Schreibt uns gerne an, wir finden immer eine Lösung. Also es sollte nicht an dem Preis scheitern. Und wir freuen uns sehr, sehr, wenn du teilnimmst und wenn wir dich bei deiner Jobsuche begleiten können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.